1. Die Bustouristik Scherzer, liebe Busfreunde, die hier am RDA auch Bescheid wisst, wer alle da ist. Ich begrüße es ganz recht herzlich, Astrid Werner. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Seit 20 Jahren betreust du die Buggers und bringst den Busunternehmen auch bei, was jede Bugger bedeutet. Jede ist anders. für 2021 Bugger Erfurt. Ja. Was erwartet ihr, das busfreundlichste oder das umweltfreundlichste Fahrzeug, der Bus? Kommt doch dann zu euch in eine umweltfreundliche Zone, einen wunderschönen Garten. Was erwartet ihr für 2021? Wie jetzt die Besucherzahlen sind. Also wir sind bei rund 1,8 Millionen Besucher, die wir insgesamt erwarten, uns erhoffen jetzt zur Bundesgartenschau im nächsten Jahr. Und man nimmt dann natürlich immer prozentual den Anteil, was dann an Busreisegästen kommt, ja, also an Gruppenbesuchern. Und wir gehen schon davon aus, dass wir vielleicht so 10% an Busreisegästen dann haben. Mhm. Und es ist nächstes Jahr. Wir haben jetzt Corona in diesem Jahr. Ist es ein bisschen, erhoffen wir uns vielleicht, dass der eine oder andere, der dieses Jahr nicht Reisen unternehmen kann, dass er dann eben im nächsten Jahr vielleicht zusätzlich noch zur Buga kommt. Würden wir uns jedenfalls freuen. Wir haben jetzt ja schon oft vernommen hier, dass viele Busunternehmer die 2020er Programme geschoben haben und 2021 jetzt fahren. Mhm. Aber so ein Highlight wie die Bugger kann man natürlich sehr gut als Anlass nehmen. Und ich glaube schon, dass ihr da ein bisschen mehr Zuspruch haben werdet. Also wir sind da ganz optimistisch. Wir sind eine Draußenveranstaltung, eine Outdoor-Veranstaltung, was vielleicht den Busunternehmen auch zu Pass bekommt. Und das haben wir auch festgestellt auf dem RDA, dass da jetzt eine ganz positive Resonanz ist aktuell, dass man sich freut auf die Bugger, weil das vielleicht ihnen auch ein bisschen zu Pass kommt wegen Corona, dass man sich da gerne auch da draußen, also draußen aufhält, ne? Und hoffen natürlich, dass dann der eine oder andere mehr kommt. Aber wir sind da natürlich zurückhaltend, weil wir noch nicht genau wissen, wie sich das alles so entwickelt. Corona ist halt unsicher, aber wir sehen da deutlichen Optimismus eigentlich in der Branche. Ich wünsche euch toi 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 für 2021. Danke, danke. Ihr seid der Startschuss nächstes Jahr für die nächste Sommersaison und wir freuen uns auf die Bugger 2021. Vielen Dank. Servus, bis nächstes Jahr Bugger.